Hallo und willkommen zurück bei Nerim Folge 3. In der letzten Folge konnten wir ja den Angriff abwehren, beziehungsweise die anderen Kollegen da, die haben den Angriff abgewehrt und wir haben dann nur noch gelootet, haben einen aus dem Helm rausgeholfen und haben auch einen Bogen schon ergattert und noch ein paar schöne kleine andere Sachen. Jetzt geht's weiter, wir müssen zur Abtei Tirin, so hieß sie, glaube ich, ne? Und da gehen wir jetzt mal langsam hin. Ganz langsam. Wachsoldat Kelrim, grüß dich. Oder Kelrim. Ungeziefer, allesamt. Alle von diesem Pack. Diesen Eterna. Ungeziefer. Oha. Da können wir aber froh sein, dass wir am Anfang keinen Eterna gewählt haben als Charakter. Da werden wir wahrscheinlich jetzt hier bei ihm überhaupt nicht gut angekommen. Aber ich gehe mal stark von aus, dass es auch Gegner gibt, in denen wir hier überhaupt nicht gut ankommen. So, ich muss mal schauen. Die Karte mit M aufrufen ist nicht. In die Richtung müssen wir irgendwie. Da ist die Abtei Tirin. Tja, was haben wir denn hier? Wir können mal ganz kurz noch hier so ein bisschen uns umschauen, würde ich sagen. Das ist die Schattenrufmine. Da ist ein Schild zur Abtei Tirin. Dann würde ich sagen, machen wir das auch. Ich möchte mal ganz kurz was schauen, bevor ich das irgendwie wieder vergesse. Nee, okay. Da geht's nicht. Da auch nicht. Nee, ich dachte, man kann unten links den Kompass komplett ausschalten, aber der ist ja so gering. Da, den sehe ich eh ganz selten. Sonst hätte ich den eigentlich ganz gern ausgeschaltet. Weil da sieht man zum Beispiel, glaube ich, auch, wo da vielleicht eine Mine oder eine Höhle oder sowas ist. Aber ich lasse mich gerne immer so ein bisschen treiben, ohne Zwang, dass ich da jetzt nicht die ganze Zeit den Symbolen hinterher renne, was ich überhaupt nicht mag bei Open World Games. So. Wir folgen einfach der Beschilderung. Guck mal, da ist doch was Kleines. Das sieht wirklich klein aus. Und so ein paar schöne Sachen nehmen wir natürlich mit, wenn wir die direkt sehen. Das Lustige ist ja, man kann den Optionen Schatten einstellen, dass alles und jeder einen Schatten wirft. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht jetzt nicht danach aus. Er macht aber nichts, aber wie gesagt, sieht er trotzdem ganz, ganz cool aus eigentlich. Was haben wir denn hier? Da, noch eine Spitzhacke, die nehmen wir mal mit. Ah, da geht's gar nicht rein. Okay. Na gut. Ihr habt es ja schon mitbekommen, ich renne dann auch immer mal so ein paar Meter, zumindest wenn wir zum dritten Mal irgendwie einen Weg gehen oder wenn ich jetzt sehe, okay, hier, wie hier jetzt die nächsten 20 Meter, ist da nicht viel. Genau. So. Wir müssen irgendwie die Bogenfähigkeit verbessern. Schwache Ausrede, ich weiß. Aber ich denke auch später können wir dann wahrscheinlich von den Tieren dann auch das Fell und so weiter bekommen. Nicht bloß von irgendwelchen Wölfen, Trollen, keine Ahnung, was es hier noch alles gibt, sondern auch von den Tieren des Waldes. Das ist ja, ich habe gehört, hier gibt es eine Überpopulation. Da müssen wir ein bisschen eingreifen. Da bin ich Hobbyjäger, da helfe ich auch mal aus. So. Ein bisschen schade, dass ich meinen Pfeil nicht wieder kriege. Oder kann ich den rausziehen? Kann ich den... Ach du Scheiße. Kann ich eigentlich... Ich wollte es anheben. Ach, guck mal. Da ist irgendwie so ein kleiner Unterstand. Da ist noch eins. Und vor allem EP geben sie auch ein bisschen, ne? Ich weiß noch. Aber ich muss schon trotzdem sagen, früher, naja, so vor 15 Jahren, 20 Jahren. Oh, hier, da haben wir den Pfeil, kriegen wir ihn wieder. Da war mir sowas,
Da habe ich sowas komplett alles niedergemäht in den Spielen. Egal mit welchen Waffen oder so, oder Bogen oder Schwertern oder Zaubern. Gothic zum Beispiel, Gothic 3, Gothic 2, Gothic 1. Jedes Vieh weggeklatscht, egal. Ja, mittlerweile hat man, ich habe trotzdem, muss ich sagen, ein schlechtes Gewissen, wenn ich die armen Tiere etwas überrumpel. Aber sind wir mal ehrlich, es ist nach wie vor trotzdem bloß ein Spiel, ne? Und bitte nicht zu viel da hinein interpretieren. Im echten Leben würde ich das niemals machen, um Gottes Willen. Obwohl ich das Fleisch trotzdem sehr gerne esse. Aber trotzdem niemals so ein Tier irgendwie töten oder so. Was haben wir denn hier? Ist das abgebrannt? Ist das zusammengebrochen? Ha! Eine Truhe. Ja, geil. Ein Dietrich und zwei Eisenpfeile, die nehmen wir mit. Ich finde die Physik so geil. Ich möchte mal was probieren. Natürlich ein bisschen schwierig. Das geht gut. Wäre jetzt lustig zu wissen. Ja, geil. Kriege ich noch einen oben drauf gelegt? Das müssen wir probieren. Gib mich mal ein bisschen hin. Ah, nee, das wird nichts. Ich kann den halt schwierig irgendwie drehen oder so in der Luft. Nein, da fällt alles zusammen. Na gut, lasst uns weitergehen. Scheiße. Aber schön, dass es geht. Wenn man da viel Geschick hätte, könntest du die wahrscheinlich einen Meter hoch stapeln oder so. So, wir gehen mal zurück zur Straße. Ja, zum Feldweg. Straße ist ein bisschen übertrieben. Ja, komisch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Schatten tatsächlich aktiviert sind, obwohl ich alles aufs Maximum geknallt habe und halt auch jeden einzelnen Schatten und jede Spiegelung und Reflexion und alles Mögliche eingeschaltet habe. Na gut. Aber schön gemacht. Wirklich toll. Also bis hierhin, die Gegend gefällt mir schon mal. Schauen wir mal, wie es im späteren Spielverlauf. Doch da. Da. Ich könnte wetten, der braucht mehr als einen Pfeil. Trotz dreifachem Schaden. Oh oh. EP für so ein Eber. Geil. Eberfleisch, das nehmen wir mit. Ich möchte es auch allgemein sehr genießen. Das ist eine Sache, da kann ich ja mal kurz drüber sprechen. Da hatte ich so die letzten Jahre, das hatte nicht zwingend dann was mit YouTube zu tun, für so viele Let's Plays, die ich dann gemacht hatte, sondern hat das auch schon davor so ein bisschen gemerkt, dass so in den letzten, grob zusammengefasst bei mir, letzten 10 Jahren so ein bisschen dieses sich einfach auf ein Spiel komplett auch mal einlassen können, so ein bisschen verloren gegangen ist, was man früher durch, weil man einfach noch nicht so viel Erfahrung hatte oder allgemein noch nicht so viel gespielt hatte, da war das ganz normal, dass alles irgendwie geil war, was man so gespielt hat, da konntest du einem sonst was vorsetzen. Mittlerweile. Ja, und mittlerweile ist das wieder so. Ich habe da mal von so ein paar Monaten drüber nachgedacht. Irgendein Spiel war der Auslöser. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und. Ja, weiß ich nicht. Seitdem klappt das wieder viel besser, dass man sich einfach auf die Spiele auch mal komplett einlassen kann. Alter, was ist das für ein Vieh? Garstiger Kobold. Ja, geil. 50 EP. Nice. Ein Gold und unsere beiden Pfeile. Da war aber noch einer. Heilung.
Heilung ist mit C, also beziehungsweise nicht Heilung ist mit C, aber Zaubersprüche sind mit C. Das Gute ist, ich kann auch draufbleiben auf der Taste und müsste mich durchweg hämmern, damit er sich ja immer wieder heilt. Okay, gut. Da war doch aber gerade noch ein zweiter. Oh, guck mal, da hinten blutet schon wieder irgendwas. Sieht aus wie ein Tier, was da irgendwie dran hängt. Da war er. Hat er mich schon gesehen? Nee, hat er nicht. Wir machen mit Pfeil und Bogen noch nicht so wahnsinnig viel Schaden. Scheiße. Hat er uns erwischt. Dieser kleine garstige Sack. Okay, dann nochmal an den ersten ran. Das gibt's doch nicht. Die hauen gut zu, ne? Ich weiß, ich bin jetzt hier auch nicht der beste Kämpfer. Überhaupt schon mit dem Equipment schon gar nicht. Das ist ein popliges Eisenschwert. Ein Bogen, der keinen Schaden macht. Oh ne, beide auf keinen Fall. Oh Gott, das sind sogar drei. Ich hoffe, der kommt alleine. Vielleicht kann ich ja mit dem Dolch ein bisschen besser. Ich glaube, so schnell reinhacken ist ein bisschen besser, als wenn ich versuche, schwere Schläge zu landen. Wobei ich das gleich beim nächsten, wenn ich es überlebe. Nein! Doch wieder mit dem Schwert mache. Okay, gut. Huch, Nenu. Da hat er jetzt einfach geschossen. Das war nicht meine Absicht. Gib mal den Pfeil wieder her. Wir könnten ja auch mal, was ich ja sonst auch immer gerne mache, alles irgendwie ewig und drei Tage aufbewahren. Habe ich nur eine Rolle? Was ist denn hier der Unterschied zwischen den beiden Reitern? Feuerball, Feuerschlag. Hm. Oh. Immer zu tief. Okay. Der erste. Zwei noch. Mindestens zwei. Jetzt dann doch mal nach dem ersten. Das soll ja hier kein ganz abendfüllendes Programm werden, die drei garstigen Kobolde. So, wo sind sie, die anderen beiden? Ach nee, da hängt ein Kobold dran. Aha, kein Tier. Da liegt aber ein Tier. Da war gerade einer im Gebüsch. Da ist er. Hm.
Ich weiß, ich bin doch... Alter! Oh, puh. Oh. Wenn es knapp wird, noch schnell ins Menü gehen, weil es ja dann pausiert in dem Moment und da mir irgendeinen Heiltrank einpfeifen oder so. Aber das muss ich jetzt auch nicht jedes Mal machen. Zumindest nicht während des Kampfes dann immer wieder pausieren. Wir müssen uns halt am Anfang echt vorsehen, weil wir nichts haben. Wir haben nichts auf dem Kasten. Und ja, waffentechnisch, verteidigungstechnisch ist das alles eher so ein bisschen mau. Ich wollte... Halt. Wo war es denn jetzt? Hier. Kann ich nicht die Genesungstränke auch irgendwie? Ah ja. Ah, okay, gut. Das wollte ich mal testen. Und das funktioniert bis dahin. Okay. Der ranzige Genesungstrank halt und so fast die Hälfte ungefähr. Plus, minus ein bisschen. Ja, minus. So. Ich habe dich doch gerade gesehen. Du bist doch gerade wieder in die Richtung. Da ist er. Daneben. Okay. Ich kann währenddessen keinen Genesungstrank nehmen. Wenn ich jetzt auf 4 klicke gerade, dann macht er das nicht. Der war gut. Der war gerade selber benommen. Nice. Okay. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Taktik. Wenn er mich anrempeln will. Komm, mach das nochmal. Oder überhaupt schlägt. Dann ist er da kurz selber so ein bisschen benommen. Oh, Gott sei Dank. Manchmal so Geräusche, da denke ich jetzt irgendein Tier. Bin mir dann aber nicht sicher, ob das irgendwie von Flora und Fauna kommt oder ob das unser Charakter ist, der da irgendwas ausstößt. Abtei Tirin, da in die Richtung, okay. Danke dir. Alter, what? Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, krass. Der hat ordentlich zugehauen. War jetzt hier noch einer? Ah ja, da war noch einer. Gut, der Schleichangriff hat sich erledigt. Komm, hau mal zu. Mal hauen lassen. Einen schönen schweren Schlag. Sonst bin ich, glaube ich, viel zu hektisch, so wie ich das vorher gemacht hatte. Muss ja jetzt auch erstmal ein bisschen reinkommen. Shit. So, warte mal. Der nimmt, glaube ich, die Tränke nicht. Genau.
Ja, jetzt macht er das. Weil die vorhin nicht zugewiesen waren nach dem Laden natürlich. Will mich mal voll heilen. Ich weiß ja jetzt, was gleich kommt. Meine Güte. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich einfach nur wenig Leben hatte oder ob der wahnsinnig viel mit seinem komischen Elektrozauber oder was das mal abgezogen hat. Da kam halt auch von jetzt auf gleich um die Ecke. Natürlich. Das wirst du bitter bereuen. Das war dein letzter Fehler. Okay, ich lade direkt neu. Ich habe nach dem Troll gerade gespeichert. Nach dem Kobold. Okay. Der haut ordentlich rein. Ich glaube, da müssen wir erstmal Abstand nehmen. Die können wir noch nicht schaffen. Könnten wir wahrscheinlich schon, aber unter dem Einsatz von enorm vielen Tränken. Fuck, Alter. Der hat aber eine riesen Reichweite. Verdammt. Nein! Läuft besser. Dann machen wir es halt so. Wenn er nur Fernkampf kann, dann kann ich das auch. Fuck. Shit. Ich hoffe, der da hinten kann keine Heilzauber. Zu langsam wieder hinterm Baum. Pfeile haben wir noch. Ach, shit. Jedes Mal macht er einen Linksschritt. So ein Sack. Scheiße. Sehr gut, 3-4 Pfeile noch. Noch. Oh Gott sei Dank, ey. 50 EP plus für den Sack. Junge, Junge, Junge. Eisenpfeile, ja, die nehmen wir wieder mit. Unsere Pfeile. Stab des Arkanenzorns. Schlachtrobe. Das bringt alles ein bisschen Geld. Das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Meine Pfeile würde ich auch gerne wieder einsammeln.
liegt noch einer. Da liegen noch drei. So, okay, gut. Vielleicht hat er irgendwas bewacht. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr. Ah, guck mal. Da geht's rein. Das ist, weiß ich nicht, was das ist. Eine Gruft. Die Mana-Kapelle Ansa. Ich hoffe jetzt nicht, dass der nur der Türsteher war und die richtig harten Brocken da drin erst kommen. Oder er hat's alleine bewacht und drin ist gar nichts mehr. Wir können ja mal gucken. Werfen wir mal einen Blick rein. Alles klar. Ich gehe wieder raus. Wenn die mich sehen, hat sich's erledigt. Das waren mindestens zwei. Das tue ich uns jetzt mal nicht an. Da müssen wir später nochmal wiederkommen. Gibt es eigentlich auch Pferde? Weiß das jemand? Also in Oblivion gab es ja ganz normal Pferde. Uiuiuiui. Ich glaube, den Effekt, dass das so geleeartig aussieht, muss ich rausnehmen. Das sieht nicht ganz so geil aus. Was ist denn das? Ist das ein Fisch oder ist da was anderes Totes drin? Oh, komm schon. Krabbenfleisch. Sehr gut. Okay, immerhin machen die keinen Schaden. Bringen ein bisschen EP. Und Schütze hatten wir gerade verbessert. Geht's hier nicht in die Abtei? Doch, da lang, oder? Jo. Ach, guck mal. Was ist das denn? Ist das ein Fisch? Schlachterfisch, der ist schon tot, ja. Wer weiß, von wem der getötet wurde. Wir gehen mal rein. Vielleicht liegt hier ein besseres Schwert irgendwo rum. Ich habe aber Zweifel, dass wir... Ich weiß nicht warum, aber dass wir vielleicht gute Ausrüstung nicht so ohne weiteres finden. Ach so. Muss ich etwa das Schild erst ablegen, bevor er die Fackel in die Hand nimmt? Ja. Hey, grüß dich. Scheiß Trolle, ey. Wir halten halt auch nichts aus, ne? Wahrscheinlich wirklich sinnvoll, wenn wir erstmal irgendwie zur Abtei gehen.
und dem da sagen, hier, wir wurden vom Kriegsdienst eingezogen, wir müssen da erstmal hin. Vielleicht sagt er auch hier, pass auf, ich habe ein geiles Schwert und ein paar Waffen. Such dir da erstmal was Gescheites raus, bevor du dich zum Dienst meldest. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Das finde ich ganz cool. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Außer der Troll, ein paar Ratten und diese Pilze. Dann können wir auch wieder rausgehen. Ist ja eh manchmal ein bisschen schwierig bei den Spielen. Da weißt du dann nicht, okay, hier ist jetzt eine Riesenhöhle. Soll ich da schon hin? Kriege ich später eh eine Quest für, wo ich dann nochmal rein muss? Achso, jetzt hat er die Fackel wieder in der Hand. Da liegt ein Pfeil. Das ist auch so eine Stelle, da könnte man gerne jemanden überfallen. Würde mich jetzt echt nicht wundern, wenn da von oben irgendwo was runtergesprungen kommt. EP noch, dann haben wir wieder ein Level up. Sicher, ob das so gewollt ist. Vielleicht gibt es hier oben irgendwo ein kleines Secret. Ich vermute, dass es hier oben gar nichts gibt, das nur so zufällig gerade hier hochgeht durch den Baumstamm. Entdeckt Marius Händlerlager. Ah, guck mal, für solche Entdeckungen gibt es auch EP. Du hast da was fallen lassen. Marius, grüß dich. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Oh. Oh, verstehe. Gut, ich bringe es euch bei. Gut, ich bringe es euch bei. Oh, das kostet auch Gold. Das hätten sie mir ruhig sagen können. Nein, 180 Gold. Warum steht das denn hier nicht? Ach je, okay. 90 Gold, ach du Scheiße. Wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? 111. Ring der Erdung, Schockwiderstand. Hätten wir vorhin brauchen können. Genesungstränke. Die ranzigen haben wir. 17 kostet eine. Wir haben aber noch so locker 10, 11 Stück. Krankheitstrank 300, ey. Knoblauch. Brauchst du Seife? Ich hab noch Seife. Das hier, sowas, das brauchen wir unbedingt. Aber die sind so teuer. Lehrerliste Mittelreich. Oh, die ist bestimmt auch gut.
Damit wir wissen, wo wir was. Ja. Lernen können. So, den Schockstab. Die ganzen Rollen. Damit könnten wir wenigstens, wenn wir Geld brauchen, können wir sagen, okay, können wir hier mal 3. Ach so, ich dachte halt immer, der hat jetzt hier 100 Gold. Ich dachte, okay, kann nur handeln, solange bis denen seine 100 Gold alle sind, aber der kann nicht mehr als auf einmal irgendwie was Teureres als 100 Gold oder so abkaufen. 84, das geht, die kriegen wir auch. Der hat dann auch nicht weniger, aber okay, gut. Also wie gesagt, ich habe eigentlich nie was mit diesen Rollen angefangen. Ich habe die immer verkloppt. Seelenfalle. Keine Ahnung. $800 so ein Buch. So, wir sind ja jetzt Schütze. Ah, 36, okay. Wir waren dann wohl bei 26. Ich hoffe, dass das gut Schaden jetzt macht. Wir haben jetzt noch 7 Lernpunkte. Ich würde die mal noch aufheben. Wir kriegen ja gleich wieder ein Level. Na, wobei, wir kriegen gleich wieder ein Level ab. Seid ihr gekommen, um euch vor. Schleichen plus 10, plus 5 Lernpunkte. Nee, komm, wir heben die erstmal auf. Also dichte Wälder können sie schon in, oder auch in Enderal, sahen die dann echt super aus. Überhaupt die ganze Spielwelt von Enderal ist der absolute Hammer. Was ist da denn los? Das ist die Abtei, da steht jemand rum. Sieht ein bisschen nach Stress aus, wenn ich ehrlich bin. Er will mit Sicherheit gleich was von uns. Hey, na du? Der reisende Händler? Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung. Was möchtet ihr? Na, wie geht's dir da unten? Handeln, sag doch mal her, was hast du so? Silberpfeile. Okay, die machen einen Schaden mehr. Kosten 2 Gold. Jetzt hört doch mal auf da unten. Ach ne, Stahlpfeile 3. Ach, Eisenpfeile, die haben wir, die machen plus 2. Eine Holzfäller-Axt macht auch plus 2 Schaden. Keine Ahnung, ob der da je wieder rauskommt. Ich will keinen Ärger. Gut, wir auch nicht. Da oben steht noch eine Hütte. Gerold der Jäger. Was möchtet ihr kaufen? 900. Du verscheißerst mich doch. Ihr werdet immer teurer. Immer teurer. Eisenkurzschwert haben wir.
Ich vermute aber mal, man kann ja hier noch dieses komische Überreden-Spiel spielen. So. Ich weiß aber nicht mehr genau. Man sieht ja dann mal so die Emotion. Das gefällt ihm jetzt nicht so. Sollte ich aber wahrscheinlich machen, weil da die Auswirkung, glaube ich, gering ist. So, das gefällt ihm. Machen wir das mal. Dann sollte ich jetzt wahrscheinlich, damit ich das die große Auswirkung nicht kriege, das zweimal machen. Kostet es jetzt weniger? Nein, ist genau gleich. Gut, kein Plan. Das damals in Oblivion schon nicht so hundertprozentig verstanden, dieses System. Vielleicht brauchen wir da auch erstmal mehr Charisma oder so. Oh, guck mal. Lagerplatz für Gegenstände. Geil, dies ist eine sichere Truhe. Alles, was ihr in sie legt, werdet ihr in jeder anderen größeren Stadt in einer entsprechenden Truhe wiederfinden können. Super. Super, super, super. Ah ne, die wiegen nichts. Die können wir mal behalten. Den ganzen Kram könnten wir eigentlich hier ablegen. Das wiegt aber auch nichts. Finde ich aber gut, das Fleisch. Hier dieses Buch legen wir mal ab. Ja, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel dabei, was irgendwie einen Haufen Gewicht hat. Oh. Oh, nice. Neues Level. So, einmal wieder Geschicklichkeit. Nehmen wir mal Stärke noch mit. Auch Nahkampf ist auch ganz gut. Charisma. Na komm, Schnelligkeit. Abtei Tirin, Admiral, das Abenteurer unterschlüpft. Das hört sich gut an. Mahlzeit. Mahlzeit, Reik. No. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Oh, Stichwaffen, guck an. Kosten pro Skillpunkt 24. Ah, das stand gerade oben da. Okay, gut zu wissen. Ja, da guckt aber ein bisschen grimmig, ne? Soll ich dir ein Bierchen ausgeben? Liana. Ein unverschämtes Pack, diese Eterna. Sie kommen nur nachts aus ihren Löchern. Das sagt ja schon mal einiges über sie aus. Man kann sich als unbescholtene Frau ja nicht mehr trauen, nach 8 Uhr die Straße zu überqueren. Merok, der Jäger. Ungeziefer, allesamt. Alle von diesem Pack, diesen Eterna. Ungeziefer. In welcher braunen Ecke sind wir denn hier gelandet? Um Gottes Willen, bist du besser drauf? Carbent, der fliegende Händler. Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung. Was möchtet ihr? Oh, was ist denn das hier? Reparieren? Okay, kostet nur ein Gold. Machen wir mal. Müssen wir den Kram also auch noch reparieren? Okay. Ja, komm, was soll's. Das eine Gold haben wir jetzt auch noch. Okay, ich hätte unten auf alles reparieren gehen können. Sehe ich gerade. Eisenpfeil des Feuers. Ach, krass. Auch Pfeile können irgendwie so ein bisschen Magie haben. Ach, ich brauche die Teleportruhen, damit ich mich später teleportieren kann. Ich dachte, das... Okay. Gut. Ich dachte neulich, die Teleportruhe, die wir mal irgendwo gefunden haben, dass das eine Teleportruhe zu dem Ort sei, aber das ist Quatsch. Okay.
nett. Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? Okay, Haufen Alkohol brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Vielleicht später mal ordentlich einen hinter die Binde kippen. Nee, Moment. So. Oh. Nein. Ist okay. Grünes Filzleinen. Da ist eine Truhe. Das Buch haben wir schon. Ich bin mir nicht sicher. Wie ist denn das bei Gegenständen, die so einen roten Handschuh haben? Die kann ich ja nur bei Hehlern dann wahrscheinlich verkaufen. So wie es üblich ist in der Reihe. Und aber Gold? Es wird langsam Nacht. Guck mal. Anschlag. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob die Statue Erodans in der Kapelle so ein trauriges Gesicht zeigt. Vielleicht sollte mal einer der Mönche nachsehen, was da los ist. Ein nicht genannter Pilger. So. Das ist die Abtei. Gut, dann gehen wir rein. Quest beendet. Ich kam wohlbehalten in der Abtei an. Und wir haben gerade 200 EP bekommen. Wurde mir links oben angezeigt. Da ist er doch. Ja. Bruder, ein Glück. Kommt näher, es muss ja nicht jeder hören, nicht wahr? Hört mal, hättet ihr... Also, wollt ihr mir vielleicht bei einer Sache... Tja. Ein bisschen nervös, kurzer, hm? Was willst du, Irre? Bei einer Sache helfen? Ja, wunderbar. Genau das meinte ich doch, tatsächlich. Tja, ja. Also es geht um Wildschweine. Ihr wisst schon, diese Tiere mit den Hauern, nicht wahr? Da lebt so eins hier gleich in der Nähe, unmittelbar hinter diesen Wänden. Stellt euch das nur vor. Und es scharrt. Ja, genau. Es scharrt jede Nacht im Boden. Wirklich jede Nacht. Auf jeden Fall lässt mich dieses Gescharre nicht einschlafen. Stellt euch vor, ich habe nicht mehr geschlafen seit... Ach, was weiß ich seit wann? Das Wildschwein, versteht ihr? Das Wildschwein muss sterben. Und zwar heute. Heute muss es tot sein. Ganz tot. Mausetot. Wir beide werden es erlegen. Ja, ich komme mit euch. Ihr braucht also keine Angst zu haben, nicht wahr? Das erleichtert euch sicher. Kommt ihr mit, das Wildschwein töten? Ich gebe euch auch zwei erstklassige Heiltränke, wenn ihr mit mir, also wenn ihr mir helft, meine ich. Das hört sich gut an. Ja, lass mal machen. Wildschwein haben wir vorhin schon eins weggeboxt. Oh, ganz toll. Ehrlich. Na dann, also gehen wir los, ja? Das Wildschwein ist irgendwo hinter der Abtei. Wir werden es schon finden, denke ich, nicht wahr? Geht ruhig vor. Und ihr braucht keine Angst zu haben vor dem Wildschwein. Wirklich nicht. Ich bin ja direkt hinter euch. Denkt dran. Ja, vielen Dank. Nein. Da oben steht jetzt Goblins und Wildschweine. Wildschwein, ja, den Goblin nimmst du, okay? Greifzirkel. Guck mal, das könnten wir sogar nehmen, die Mönchskutter.
komm mal mit. Gehen wir mal raus um die Ecke und gucken mal nach dem Wildschwein. Oh nein, nicht gut. So wie ich das sehe, hat Duras mal wieder ein neues Opfer für die Jagd auf seine Paranoia-Fantasien gefunden. Und ausgerechnet euch. Also hört mal zu. Duras ist etwas anders als die anderen hier. Er sieht und hört manchmal Dinge, die es gar nicht gibt. Momentan ist es ein Wildschwein oder etwas in der Art. Wenn ich euch also einen guten Rat geben darf, lasst die Sache auf sich beruhen. Ich hätte sowieso eine viel lukrativere Aufgabe für euch, wenn ihr möchtet. Etwas weiter stromaufwärts haben einige Goblins den Fluss angestaut. Fragt aber bitte nicht warum. Diese penetranten Plagegeister machen nie etwas, das sinnvoll wäre. Der Damm jedenfalls muss dort weg. Und die Goblins gleich dazu. Sie haben sich in einer kleinen Höhle gleich neben dem Fluss eingenistet. Ich kenne die Höhle. Wenn sie dort hocken, wo ich sie vermute, wird es ein leichtes Spiel sein, sie zu überraschen. Wenn ihr mir helft, dann kann ich euch einige Kniffe im Bogenschießen beibringen. Aber falls das nichts für euch ist, nun ja, dann geht doch von mir aus Duras hinterher. Entscheidet euch. Aber bitte schnell. Ich habe auch noch etwas anderes zu erledigen. Als wir die Abtei verließen, riet mir der Mönch Erik davon ab, Duras zu folgen. Dieser sei angeblich paranoid. Er bot mir anstattdessen, ihm bei einer Aufgabe zu helfen und stellte mir als Belohnung eine Verbesserung meines Bogenschießens in Aussicht. Ich muss mich zwischen den beiden entscheiden. Will ich kämpfen, sollte ich lieber mit Duras gehen. Bin ich aber geschickt mit dem Bogen, wäre wohl Erik die bessere Wahl. Ja, da weiß ich doch schon Bescheid, was wir machen. Aber ihr glaubt doch etwa nicht, was Erik sagt. Nein, ich meine, er will mich immer fertig machen, wisst ihr? Er sagt das nur aus Bosheit. Tut, was ihr denkt. Ihr werdet das schon wissen. Kommt entweder mit, also ich meine zusammen mit mir, oder eben mit Erik. Ja, du bist der geborene Jäger, Duras. Wie lautet eure Entscheidung? Geht ihr mit mir? Ich möchte mit dir gehen. Ausgezeichnet. Ich wusste doch gleich, dass ihr vernünftig seid. Ihr werdet aber einen Bogen brauchen, wenn wir die Goblins in eine Falle locken wollen. Wenn ihr keinen habt, könnt ihr meinen Zweitbogen nehmen. Er liegt in der Abtei auf meinem Bett. Pfeile sind in meiner Kiste gleich daneben. Wir gehen jetzt den Fluss entlang nach Norden. Der Goblin-Damm ist nicht weit, aber trotzdem müssen wir nicht trödeln. Jo, Erik, da hast du recht. Ey. Bleib mal da, ich komm gleich. Will noch mal gucken, wo der Bogen liegt. Vielleicht ist ja sein Zweitbogen besser als unser Erstbogen. Das wäre super. Das muss er sein. Alter Bogen. Ja, nice. 5 Schaden. Unser macht 4 Schaden. Sogar ein bisschen leichter. So, und Pfeile hat er auch noch, hat er gesagt. Eisen 33. Nice. Sehr gut. Achso, das ist meine Truhe. Okay. Raulederschuhe. Wir könnten auch schlafen. Ich würde auch sagen, wir schlafen jetzt mal, denn es ist schon fast 20 Uhr. Nee, aber es wird ja dann gleich dunkel. Da lasst uns mal... Warte mal. Ich speichere mal. Nicht, dass der morgen früh sagt, nee, das hat mir jetzt zu lange gedauert. Ich bin dann mal weg. Schlafen mal bis morgen früh um 8 oder so. Mal jetzt eine Stunde mehr. Möchten ja auch ausschlafen, mal schön 13 Stunden durch Nickerchen machen. Ach komm, ich pausiere mal eine Stunde vorher. Oh ja, Wassermelone. Wir kommen gleich. Wir haben noch kurz ein Goblin-Problem zu erledigen. Duras, geh doch rein, es regnet. Du hast nichts auf dem Kopf. Nicht, dass du dich dann erkältest. Darum muss ich dich wieder mit dem Schaf zudecken, wenn du frierst. Ha? Geh rein, komm. Ach, guck mal, er konnte sich auch aus seiner Brücke befreien. Ja, warte, Erik, ich komme. Oh, ein schöner Hund. Benno, grüß dich. Wuff, wuff. Nee. Ah, oh, da
sieht auch gleich viel besser aus. Ja, mal gucken, vielleicht machen wir ein bisschen mehr Schaden. Wir haben ja vorhin 10 Skillpunkte investiert. Aber ich finde es gut, dass der NPC so schnell läuft. Normalerweise ist es ja so, wir würden in der Geschwindigkeit laufen und der NPC wäre irgendwo da hinten und wird sich an der Brücke verkeilen. Hier ist der Damm. Seht ihr ihn? Und die Höhle mit den Goblins darin befindet sich gleich links neben dem Flussufer. Wir werden es so machen, dass ihr in die Höhle geht und die kleinen Mistviecher in eine Falle lockt, während ich mich um den Damm kümmere. Hört zu! Mit einiger Wahrscheinlichkeit werden sich die Goblins in der Höhle in einem geräumigen Felskessel aufhalten. Früher wurde diese Höhle als Lager genutzt, aber das steht schon seit geraumer Zeit leer. Denn die Decke über eben diesem Felskessel ist extrem brüchig und kann leicht einstürzen. Damit werden wir die Goblins auch dran kriegen. Hier, nehmt diese Sprengladung. Sie ist sehr klein, aber richtig platziert sollte sie ihre Wirkung nicht verfehlen. Steckt die Ladung an einem möglichst engen Ort dort drin. Die Erschütterung wird die Höhlendecke zum Einsturz bringen und die Goblins werden darunter begraben. Bevor es aber dazu kommt, werdet ihr vom Bogen Gebrauch machen müssen. Gleich in der Nähe des Eingangs ist eine Tür. Die Goblins haben sie mit Sicherheit verschlossen und glaubt mir, das Ding ist nicht gerade dünn. Über einen Seiteneingang werdet ihr allerdings zu einer Stelle kommen, an der ihr freie Schussbahn auf die Rückseite der Tür habt. Schießt einen Pfeil auf das Schloss. Danach könnt ihr natürlich auch kämpfen, aber ich weiß nicht, wie viele Goblins dort drin sind. Mir persönlich wäre eine saubere Sprengung lieber. Legen wir los. Diese Aufgabe dürfte nicht allzu schwer sein. Das finde ich doch mal gut. Von, komm, lass mal mit Pfeil und Bogen ein bisschen Goblins jagen gehen zu, ach komm, lass uns eine Höhle sprengen. Ist doch okay, wenn ein bisschen noch übrig ist von dem Sprengpulver, können wir dann auch noch angeln gehen, nicht wahr, Erik? Ja. So, er kümmert sich um den Damm. Alles klar. Guck mal, da drüben ist ein Wolf. Ob ich den von hier treffe? Nein. Den Download-Link zu näherem hatte ich euch jetzt übrigens immer in die Videobeschreibung gepackt. Also wer das selber zocken möchte, kostenlos einfach da runterladen auf der Entwicklerseite. Hä? Shit. Oh, 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 oh. Du bist aber schnell. Hilfe, Erik! Alter, hauen die rein. Erik, kannst du vielleicht mal mitkommen? Das wäre echt genial. Legen wir los. Diese Aufgabe dürfte nicht... So, ich bin mir jetzt nicht sicher. Der meinte, wir müssen gar nicht darüber. Okay. Macht da was klar? Der meinte doch irgendwas mit auf eine Rückseite gehen und irgendein Schloss abschießen. Okay, dann lass uns mal hier rein. Oh, hier ist es immerhin hell. Das gefällt mir schon mal. So, langsam. Irgendwo eine enge Stelle für den Sprengstoff finden. Ich wüsste auch schon wo, wenn sie so ein Goblin mal nach vorn beugen würde. Ist das Schloss, was er meinte, wo ich draufschießen soll?
der anderen Seite da hinten muss ich dann wahrscheinlich da drauf schießen. Also von hinten. Okay. Keiner da. Eine Eichelnuss. Oh, ein Jade-Amulett. Ja, das nehme ich gerne mit. Achtung. Verzeihung. Ich muss unbedingt die Taste wieder belegen, dass ich das Mikro dafür kurz ausschalten kann, wenn es mal zu sowas kommt. So. Karotte und Lauch. Nein, danke. Gott, diese armen kleinen Tierchen. Ich würde die in Ruhe lassen, aber wenn die mich angreifen, dann sind mir beide Hände gebunden. Oh ja. Irgendwo. Ist das die Tür, auf die ich schießen muss? Da ist ein Goblin drin. Ich treffe doch unmöglich die Tür von hier. Oh Gott, das kann was werden. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Erster Schuss. Ich habe das Türschloss treffen können. Die Tür sollte sich nun öffnen lassen. Als nächstes muss ich eine geeignete Stelle für die Sprengladung finden. Ja, das scheint ganz gut, wirklich ganz gut geflogen zu sein. Aber ich denke auch mal, dass die Hitbox vom Schloss ein bisschen größer ist als vielleicht tatsächlich. Ja, von der Größe her. Des Schlosses. Ja gut, dann können wir da unten jetzt durch. Und dann sprengen wir die ganze Bude hier in die Luft. Ich vermute mal trotzdem, dass wir es mit ein, zwei Goblins zu tun bekommen. Machen gut Schaden mit Pfeil und Bogen. Einer noch. Oh, Alter. Junge, den hat's aber weggefetzt. Au. Au. Oh, das tut auch weh, ey. Und ein Dietrich. Ich hab's gewusst. Ihr Klauschweine, ey. Ihr habt immer irgendwo einen Dietrich. So, das lief ja schon mal ganz gut. War das der eine, den wir vorhin gesehen hatten? Oder gibt es noch mehr? Ein bisschen heller könnte es echt sein. Aber es ist nun mal eine Höhle, ne? Da ist dunkel. Aber so richtig schön Licht werfen die ganzen Lichtquellen auch nicht. Ist natürlich ja, der damaligen Engine so ein bisschen geschuldet. Ui, nice.
Sehr gut. Oh. Das überrascht mich aber jetzt, dass hier so ein bisschen gutes Zeug mit drin rumliegt. Warum nicht? Oh, noch eine Rolle. Frag mich ja mit der Schaufel. Finden wir die durch Zufall, durch einen X markiert, die Schätze? Oder gibt es da irgendwo Schatzkarten? Dass wir dann wirklich mal so richtig auf Schatzsuche gehen können. So anhand von ein paar Hinweisen. Hier hoch. Springt ja auch nur 3 cm hoch an so Kanten. Hier ist wieder dunkel. Okay. Ging eh da hinten irgendwo weiter, glaube ich. Ja. Genau, da standen wir vorhin und hier hatte ich einen Troll, ich will mal Troll sagen, einen Goblin gesehen, aber das war der, den wir gerade da unten erledigt haben. Ja, da gucken wir mal, wo wir die Sprengladung jetzt unterbringen können. Diese Stelle scheint geeignet für den Sprengsatz zu sein. Ihr platziert ihn hier. Die Sprengladung ist platziert. Ich muss sie nun aktivieren und etwas Abstand nehmen. Laut Eric sollte aber nur der Teil der Höhle einstürzen, in dem sich die Goblins aufhalten. Hoffen wir es. Ich habe meine Zweifel, dass das hundertprozentig so funktioniert, wie sich der gute Eric das ausgedacht hat. Ich speichere mal. Dann würde ich sagen... Zündung in 3, 2, 1. Achso, ja. Alter Schwede. Uiuiuiui. Da habe ich aber wirklich Glück gehabt, dass ich bis hierhin gegangen bin. Einen halben Meter oder einen Meter weiter vorn. Und das wäre mal ordentlich schief gegangen. So, und dann hoffen wir, dass wir jetzt alle erwischt haben. Das sind 3 Stück. Hat natürlich nicht alle erwischt. Oh. Nice. Geil. Okay. Ach, Gott sei Dank. Die halten nicht so viel aus. Alle Goblins in der Höhle sind nun tot. Ich sollte nun wieder nach draußen gehen. Finde ich schön, dass so die... Oh. Aber übel schwer. Naja. Vielleicht finden wir direkt einen Käufer nochmal in der Abtei, dass wir da nochmal handeln mit jemandem. Aber die halten halt echt nicht so viel aus. Sind vielleicht so kleine oder Kindergoblins oder was weiß ich. Verstehe. Da ist alles zusammengebrochen. Ach nee, die hatte ich ja schon als 5. Okay. Keinen anderen Ausgang. Huch. Das wollte ich gar nicht hier runter. Scheiße. Ich hoffe,
hoffe, wir kommen hier wieder raus. Das Sprungverhalten ist nämlich echt ein bisschen bescheiden. Oh! Da hat sich das Spiel aufgehangen. Verdammt. Gut, beim nächsten Mal geht's hier weiter.